Der nächste Anrufer heißt Klaus und Klaus ist 66. Guten Morgen, Klaus. Ja, hallo, guten Morgen, Jürgen. Ja, Klaus, um was geht's denn bei dir? Vor 4 Wochen circa hattest du 2 Damen am Rohr, die Probleme hatten, dass sie von Vatern verführt, missbraucht wurden. Von Patern, also von Geistlichen, ja. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber die wurden irgendwie von ihren Vätern missbraucht. Ach, von den leiblichen Vätern meinst du? Ja, so habe ich das in Erinnerung. Das haben wir leider öfter hier, solche Fälle, ja. Ja, okay, ich bin immer mal wieder sein Hörer, aber eben nicht immer. Und darum kriege ich es nicht dauernd mit. Mhm. So, aber das hat dann bei mir was wachgerüttelt. Denn ich wurde mit ca. 13 Jahren, ich darf nicht sagen missbraucht, denn so habe ich es nie verstanden, von meiner Mutter missbraucht. Ich nehme mich den Ausdruck mal in den Mund, obwohl ich nicht gern tue, weil ich bis heute keine Formulierung dafür finde. Da warst du ungefähr 12, 13 Jahre alt, das ist deine Mutter. Nicht 12, 13, 13, 14, Verzeihung. 13, 14, naja. Ja. Immerhin, 13, 14 ist man schon fast in der Pubertät. Ja, das war da voll im Gange. Was hat denn die Mutter mit dir genau gemacht? Ja, das dauerte 2 Sätze, die ich leider ganz kurz bringen muss, dass du es verstehst, um was es geht. Da war also 0 Aufklärung und die Kinder, also meine Kameraden und ich, da ging dann immer hin und her, wie das wohl ist mit den Mädchen, wie die aussehen da unten und so. Wusste ja keiner so ganz richtig. So war das früher, ja, genau. Ja, so. Aufklärung, wie gesagt, 0, zu Hause nicht, in der Schule ebenfalls nicht. Und zu deiner Zeit gab es vielleicht auch noch keine Bravo? Und wenn, dann hatte ich auch das Geld nicht dazu. Damals ging es ja knapp zu. Okay, wie auch immer. Und jetzt wollte ich halt, wir durften meinen Bruder nicht, wenn Vater im Skiurlaub war, immer mal er, mal ich bei Mutter, also sprich bei Vater, im Ehebett schlafen. So, und jetzt war ich am Überlegen, da mal rüber zu fummeln und mal zu fühlen, wie da Mutter gebaut ist da unten. Das mit dem eigentlichen Geschlechtsteil war klar. Aber mit den Haaren und so, das war so ein Thema bei uns Jungen. Wie, da hast du quasi mit dem Ehebett geschlafen und du hast von also dir... Also im Papas Bett, der ja im Skiurlaub war. So habe ich es verstanden, ja. Und, hast du Eigeninitiativ angefangen, bei deiner Mutter zu fummeln? Ich wollte fummeln und habe mich dann doch nicht getraut und war aber dann hoch erregt und fing dann an, mich selbst zu befriedigen. Also du hast, um es klassisch zu sagen, du hast sie nicht berührt. Nein. Den Gedanken hast du dir gemacht dazu, aber du hast sie nicht berührt. Richtig. Ja. Und ich glaube, die Mutter schläft. Mhm. Hat sie wahrscheinlich auch. Mhm. So. Ich muss immer vom Bildschirm weggucken. Du sprichst immer zeitversetzt. Ja, du musst weggucken. Ich guck weg. Entschuldigung. Also, wie gesagt, dann war ich aber doch zu erregen, fing dann also an, mich zu befriedigen. Das klappte dann auch so eigentlich so ganz schön. Und dann auf einmal kam Mutters Hand an. Und die hat mich dann gestreichelt und mitgefummelt und dann ging das so weiter und weiter und schwuppdiwupp kam es auch zum Verkehr. Ach, es kam sogar zum Verkehr? Ja. Und das hat sich dann Jahr für Jahr wiederholt. Immer wenn Vater im Skiurlaub war, der ging also grundsätzlich 2 Jahre alleine im Skiurlaub. Und später habe ich dann mitgekriegt, da hat er also seine Frau, meine Mutter, betrogen. Das ist nur eine Randgeschichte. Das ist eine Randgeschichte. Keine Rolle. Das heißt, das passierte immer, wenn der Vater weg war im Skiurlaub. Ja, und da war es immer für uns Buben, für meinen Bruder, mich immer ganz irgendwie toll, das war irgendwie schön, dass wir dann bei Mutter schlafen durften. Ich kann das nicht erklären, warum, wieso, weshalb, aber es war halt toll. Ja. Ja. Wie alt war dein Bruder zu der Zeit? Also wie viel der, war, der ist 4 Jahre älter als ich. Und ach so, dann war der aber viel älter, da war der schon 18, als du 14 Richtig, warst. Und dann hat er auch, 17, 8, und dann hat er auch in dem Bett geschlafen. Der hat auch, wie wir uns quasi zurechtgekämpft hatten, wer mal darf und wer nicht, sagen wir mal wechselweise so eine Woche her im Jahr, eine Woche nicht im Jahr. Und glaubst du, dass das da zwischen den beiden auch passiert ist? Ich schließe es heute nicht mehr aus. Ja. Ich kann nicht sagen, ja, ich glaube es, wie du es ausdrückst, ich kann es nur nicht mehr ausschließen. Du hast mit deinem Bruder nie darüber gesprochen? Kein Wort. Kein Wort. Ich spreche heute das erste Mal überhaupt darüber. Ich habe einen lieben Freund, den ich seit ich 16 bin, nicht mal mit dem. Und mit dem spreche ich wirklich über alles. Aber nicht mal mit ihm habe ich darüber gesprochen, bis jetzt.
Du warst, warst du oder bist du verheiratet? Ich war. Und mit deiner Frau hast du auch nicht darüber gesprochen? Nein. Wie viele Jahre ging das so, dass du bei der Mutter geschlafen hast? Das ging bis zwischen 18, 19. Ganz genau kann ich es auch nicht einordnen. Das ist ja Wahnsinn. Das fing mit 13, 14 an und ging so viele Jahre. Ja, richtig. Das heißt, du hast so lange Geschlechtsverkehr dann einmal im Jahr mit deiner Mutter gehabt. Manchmal auch, wenn dein Vater mal noch irgendwann beruflich weg war oder so ähnlich, dann auch mal an Wochenenden oder unter der Woche auch. Ja. Aber immer, es wurde immer heimlich im Bett im Dunkeln gemacht. Und es wurde natürlich nicht verhütet. Nein, ist aber auch nie was passiert. Das heißt, ich weiß nicht, also ich habe nicht verhütet, weil das war damals auch noch kein Thema. Das war dann erst ein Thema, als ich so 17, 18 war, wurde mir geläufig, was da möglich wäre mit Gummibärchen. Also ist die Mutter bewusst das Risiko eingegangen, dass sie von ihren eigenen Söhnen hätte schwanger werden können? Ich schließe es nicht aus, denn damals gab es die Pille auch noch nicht. Ja? Was ist das jetzt für dich für ein Gefühl oder dann später im Leben für dich für ein Gefühl gewesen, die Tatsache, dass du über Jahre mit deiner eigenen Mutter geschlafen hast? Jetzt kommt ein Thema, wo mich furchtbar beschäftigt und auf die Frage habe ich gewartet und habe nicht gewusst, was jetzt passiert. Denn die Frauen, mit denen du sprachst, die beiden zumindest, die ich hörte, die waren ja furchtbar verzweifelt und hatten da furchtbar drunter gelitten. Ist ganz komisch und ich möchte fast sagen, ich bin direkt froh, dass man mich nicht kennt. Ich fand es eigentlich schön. Ich habe erst viel später dann gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Also erst vor vielleicht 20, 25 Jahren. Und habe dann nur gedacht, ja, es ist vielleicht aus rein biologischen Gründen, dass wenn jetzt, sagen wir mal, ein Sohn, in meinem Fall, Sohn mit Mutter schläft, und es würde zu einem Kind kommen, dass das ja durch Inzucht eventuell geschädigt sein könnte. Also hast du das damals nicht als unangenehm empfunden? Überhaupt nicht. Nicht im geringsten. Aber hast du denn, wenn du das so fast angenehm empfunden hast. Warum hast du das dann nicht noch mehr forciert, dass du noch öfter mit der Mutter schlafen könntest? Weil es eben nicht das ging. Sonst hätte ich vielleicht sogar versucht, wer weiß. Du hast mit deiner Mutter auch nie darüber gesprochen? Nein. Deine Mutter lebt vermutlich nicht mehr? Wie bitte? Ich sag, deine Mutter lebt vermutlich nicht mehr? Nein, die ist jetzt auch, Moment, lass mich rechnen, seit genau 10 Jahren tot. Als du dann aber älter wurdest und du begriffen hast, was da eigentlich passiert ist, wie hast du dann über deine Mutter gedacht? Das Schlimme ist, wie gesagt, ich habe nie was Schlimmes dabei empfunden. Weil ich ja nicht wusste, was das bedeutet. Ich habe das natürlich nicht verstanden. Das habe ich schon verstanden. Ja. Aber ich frage dich ja, wie du, als du älter wurdest und dir klar war, was da passiert ist, wie hast du über deine Mutter gedacht, dass sie das hat zugelassen und mitgemacht? Ich kann jetzt nur fantasieren. Ich kann jetzt nur, wirklich nur fantasieren. Ich habe mal Jahre später, da war ich vielleicht, da muss ich jetzt raten, 16 oder sowas ähnliches, da hatten wir ein Wochenendhaus irgendwo in einer schönen Gegend in Deutschland, da fuhr man dann also unter der Woche oder wenn dann Ferien war, immer mal länger hin. Ich war also sehr lange zu Hause bei den Eltern, bis 19, 20 ungefähr. Und da fuhr ich dann immer mit. Ich hatte dort mein eigenes Zimmer. Und als ich dann mal nicht schlafen konnte, ging ich mal im riesen Garten, den wir da hatten, spazieren. Und da hörte ich dann Geräusche aus dem Schlafzimmer der Eltern. Und da habe ich dann nur mitgekriegt, dass es da also fürchterlich heftig, vermutlich schmerzhaft, vermutlich sehr grob zuging. Also das, wo Mutter und Vater miteinander schliefen. Richtig. So, aber meine Frage war eine ganz andere. Meine Frage war, wie hast du, als du erwachsen wurdest, über deine Mutter gedacht? Hast du sie verurteilt, dass sie das getan hat? Nein, überhaupt nicht. Warum nicht? Eine Mutter gehört verurteilt, die so etwas mit ihrem Kind macht. Ich habe das, wie gesagt, erst vielleicht vor 20, 25 Jahren, als ich dann durch irgendwelche äußeren Einflüsse, sei es Zeitungsbericht, ich weiß es nicht mehr, irgendwo gelesen habe,
Vater verurteilt, weil Tochter missbraucht. Und da habe ich dann mal länger drüber nachgedacht und da wurde mir dann bewusst, dass das nicht geht, dass das nicht stimmt. Ja, du, hast aber, das, du hast es damals als Normalität empfunden. Ja, 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 ja. Es gibt viele, ich habe hier auch schon, Klaus, mit Männern gesprochen, die in der Tat von ihren Müttern auch sexuell missbraucht wurden und die großen Schaden davon getragen haben und die schwere seelische Verletzungen hatten. Ich glaube, da bist du, wie du es jetzt geschildert hast, ein Ausnahmefall. Und es ist gut, dass es so gekommen ist, dass es dir gut geht. Dennoch gehört die Mutter verurteilt, dass sie es getan hat. Das tue ich nicht, weil ich es ja damals sowieso nicht verstanden habe und erst jetzt später, Jahrzehnte später erst, so richtig gefressen habe. Und vor allem, man hört ja eigentlich bei dir die wenigen Male, ich meine, ich höre dich ja nicht jede Nacht, aufgrund der Zeit, ich habe dann erst damit gekriegt, hoppla, das stimmt was nicht, wenn man dann von den Frauen hörte, wie schlimm, wie dreckig denen das geht. Und erst durch langes Nachdenken, wie gesagt, kam ich zuerst zu den Gedanken. Also das heißt, dass du sagst für dich, um es nochmal festzuhalten, du hast keinen Schaden genommen dadurch. Nein, das möchte ich nicht sagen. Nur ich würde es heute nie mehr für gut finden. Ja. Das muss ich dazu sagen. Ja, das meinte ich gerade auch, Klaus. Das würde ich also heute auch verurteilen. Dann, Klaus, danke ich dir sehr für dein Vertrauen, dass du das hier zum allerersten Mal erzählt hast. Du bist 66 Jahre und hast das zum ersten Mal ausgesprochen. Ich danke dir sehr für das Vertrauen. Ja, danke auch. Darf ich aber bitte kurz noch eine ganz kurze Frage stellen? Ja, gerne. Vor circa 14 Tagen auch hattest du einen, der menschliches Fleisch essen wollte. Mhm, Da war ich also auch sehr erschüttert. Und dann fiel mir noch eine Frage dazu ein, die du, darf ich das so sagen, sei mir bitte nicht böse, leider nicht gestellt hast oder den Gedanken, es soll doch Menschenfresser gegeben haben. Wie hat denn denen wohl menschliches Fleisch geschmeckt? Wie muss das denn gewesen sein? Ja, das konnte ich, das wird er ja auch nicht beantworten können. Ja. Ja. Das Lieber hat Klaus, mich furchtbar bewegt. Okay. Jetzt müssen wir Schluss machen. Ich freue mich, dass du angerufen hast und alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir. Tschüss. Und finde es toll, dass du mich zurückgerufen hast bei diesem irren Thema. Sehr gerne, Klaus. Alles Gute. Tschüss. Danke, Edi. Ciao. Tschüss, Jürgen. Mach es gut. Tschüss.